Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei tuningteile.de. Wir sind heute hier wieder an der SB-Box und heute möchte ich euch etwas ganz Besonderes zeigen. Dieser Wagen hat seit Oktober eine Keramikversiegelung, die CC1 von Sonax. Seit Oktober wurde er ein paar Mal mit einem Hochdruckreiniger gewaschen, hat keine Handwäsche gesehen, keine Bürste, keine Waschanlage und wir werden ihn heute das erste Mal waschen. Für den Anfang zeigen wir euch erstmal den Ausgangszustand, wie dreckig der Wagen ist. Nicht von schlechten Eltern. Was haben wir vorbereitet? Wir haben wie immer einen Wascheimer und einen Klarspüleimer. In dem Wascheimer haben wir diesmal zwei Waschhandschuhe, einen Waschschwamm. Warum machen wir das? So können wir die Verunreinigung von den Waschschwämmen und somit Kratzer vermeiden. Und den Klarspüleimer benutzen wir, um die Waschschwämme danach immer wieder auszuwaschen. Dann haben wir noch einen Felgenwascheimer. Da ist ein Waschhandschuh drin, ein Pinsel und eine Felgenbürste. Das zeige ich euch aber gleich. Was benutzen wir für Reiniger? Wir haben einen Schaumsprüher, da ist pH-neutraler Schaum. Wir haben Sonax Multistar, pH-Wert 10. Warum? Weil der Hersteller vorgibt, dass die Keramikversiegelung in einem pH-Bereich von 2 bis 10 gewaschen werden sollte, sodass wir die Keramik nicht beschädigen. Dann haben wir den RapMax von Sonax als Felgenreiniger da und so wäre das reicht, um das Fahrzeug gründlich zu reinigen. So, womit fangen wir an? Wir fangen erstmal an, den groben Schmutz runterzuspülen, indem wir den Vorreiniger auftragen, lassen den ein bisschen einwirken, sprühen unseren Schaum hinterher und danach wird das erstmal abgespült, bevor wir mit der Handwäsche anfangen. Was wir aber noch machen können ist, wir können mal die Schaumlanze von der SB-Box benutzen. Ich habe extra pH-Messstreifen mitgebracht und da können wir erstmal messen, wie der pH-Wert des Schaums an der SB-Box ist. So, jetzt muss der Martin ein bisschen helfen. Der hat ja einen dritten Arm. Halt das mal. So, gehen wir hier auf Schaumboost. Geh mal ein paar Schritte zurück. Ja, halt mal jetzt deine, gib mal her. Was haben wir hier? Was würdest du sagen? Ist pH-neutral, ne? Ja, sogar? Ja. Leicht ins Saure. Hier, ne, da. 6. Ich würde sagen 6. 6 ist neutral. Könntet ihr also auch benutzen. Das ist gar kein Problem. Es laufen da unsere 50 Cent. Das ist egal. So, wir fangen an mit Multistar. Schön den eigenen Vorreiniger. Bringt immer euer eigenes Zeug mit, dann wisst ihr, was ihr habt, wenn ihr lackschonend arbeiten wollt. Ich habe eine kleine Sprühflasche mitgebracht, muss ich weniger schleppen. Kleines Auto sollte auch reichen. Multistar ist angemischt in 1 zu 7. Der hat im puren Zustand auch den pH-Wert 10. Hm, riecht gut. Ja, ne? Warte mal ab, bis gleich der Felgenreiniger kommt. Natürlich könnt ihr auch so einen Drucksprüher benutzen. Ich hatte jetzt keinen zur Hand, habe das schnell umgefüllt. Hat keinen Einfluss auf die Reinigungsleistung. Vogelkot. Schön einweichen den Vogelkot. Ich habe meinen eigenen Schaum mitgebracht. Vorreiniger wirkt jetzt gerade, jetzt können wir anfangen. Gucken wir mal. Ja. Für die Leute, die so eine richtige Schaumparty haben wollen, können wir auch die Schaumlanze hier an der SB-Box benutzen. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert mein Schaumsprüher nicht mehr. Und nein, aber nicht so viel Snowfoam drin. Das habe ich nämlich, bevor wir hingekommen sind, getestet. Er ist müde. Deswegen mussten wir ausweichen. Warum ich den Schaum nicht gerne nutze, ist 50 Cent reingeschmissen, keine 10 Minuten gesprüht, 50 Cent zu Ende. Deswegen bringe ich gerne meinen eigenen Schaum mit. Aber wir haben ja pH-Wert gemessen, deswegen mussten wir ausweichen. So, jetzt warten wir noch ein paar Minuten. Ne, der Vorreiniger konnte ja auch schon wirken. Da fangen wir an, erstmal den groben Schmutz runterzuspülen und danach gucken wir weiter. Gründlich abgespült, lassen wir das jetzt so. Jetzt fangen wir erstmal an mit den Felgen. Wir sprühen erstmal die Felgen ein. Zum Glück sind die nicht so breit. Hier nicht schlimm, wenn es schnell geht. Der heißt RapMax, weil der natürlich auch diesen Wirkindikator hat. Der färbt sich rot-lila, sobald der anfängt zu wirken. Da helfen wir gleich nochmal nach mit einem Pinsel und mit einer Felgenbürste und mit einem Handschuh. So,
hier haben wir die Felgenbürste von Sonax. Schaumstoff zum Schutz. Hier Mikrofaser, kann also nichts passieren. Könnt ihr hier schön reingehen. Da dürfte nichts passieren. So, Felgen sind jetzt alle sauber. Ich würde sagen, wir spülen jetzt einmal die Felgen ab. Danach schäumen wir das Auto nochmal ein und fangen an mit der Handwäsche. So, jetzt fangen wir an mit der Handwäsche. Ich fange am liebsten auf dem Dach an, damit das schmutzige Wasser runterläuft. Ich bin halt eigentlich kein Fan von Waschhandschuhen, sondern von so Waschschwämmen. Da habe ich einfach ein bisschen mehr Gefühl drin. Nach jedem Bauteil begutachte ich gerne den Handschuh. Guck, wie schmutzig ist er. Geht noch, geht nicht mehr. Ausspülen. Oh, hallo Gridguard. Und rein. Und so macht ihr weiter. A, keine B-Säule, C-Säule. Dann geht ihr Seiten, Frontscheibe, geht ihr so weiter. Und immer wieder ausspülen, damit das Waschwasser sauber bleibt und damit die Schwämme sauber bleibt. Handwäsche ist erstmal fertig. Unsere Eimer sehen dementsprechend aus. Deswegen benutzen wir einen Spüleimer. So, jetzt möchte ich euch etwas zeigen. Hier gibt es immer, nicht an jeder, ich weiß es nicht, aber an denen, den ich kenne, gibt es immer Spülen und Glanzspülen. Der Unterschied ist, dass bei Glanzspülen entmineralisiertes Wasser drin ist. Das verwenden wir jetzt direkt zum Spülen, um somit Wasserflecken zu vermeiden. So, gucken wir mal, was ist da? 110 Sekunden 1 Euro Glanzspülen. 90 Sekunden 1 Euro. 20 Sekunden weniger, dafür aber entmineralisiertes Wasser. Ich würde sagen, das machen wir. Jetzt brauche ich erstmal Kleingeld. Martin, hast du Kleingeld? Ja. Gut, los geht's. Jetzt fangen wir an abzuledern. Sagt man so, trocknen. Hier habe ich den Aquasucker. Geiles Teil, guckt es euch an. Oh, hast du schon gezeigt? Hier, Carbondampf. Wie in der Waschstraße. So Leute, wir haben jetzt den Wagen gewaschen und getrocknet. Was haben wir gemacht? Wir haben vorgereinigt mit dem Multistar, den ich in der Sonax Sprühflasche umgefüllt habe, weil ich den im 5 Liter Gebinde habe. Könnt ihr auch bei uns kaufen. Artikel ist in der Videobeschreibung. Dann haben wir Felgen gereinigt und eine Handwäsche gemacht. Das alles, um die Keramik wieder zu reaktivieren. Ihr habt gesehen, die hat nicht mehr so schön geperlt, weil sie sich zugesetzt hat mit Traffic-Film, ne, mit Schmutz, der einfach so umgewirbelt wird und sich auf dem Lack absetzt. Und jetzt perlt die Keramikversiegelung wieder, wie ihr gesehen habt. Die CC One ist so eine Einsteigerversiegelung. Wenn ihr euch gerne mal probieren wollt, kann ich sie euch nur ans Herz legen. Kontaktiert uns, dann können wir euch ein bisschen was dazu erzählen. Können wir euch beraten. Habt keine Angst davor. Alles, was ich benutzt habe, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Könnt ihr direkt auf den Shop und los shoppen. Wir sind fertig. Der Wagen ist ready to use. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare.